Ich weiß es nicht. Hier ist es auch eigentlich relativ cool. Nur ich möchte erstmal mein anderes alles zu Ende bekommen. Und vielleicht kann ich dann danach weitergehen. Guck mal, jetzt habe ich noch einen Fisch. Ich nehme mal lieber 3 oder 4, falls die Katzen sich da nicht zähmen lassen wollen, wenn ich eine finde. Komm, ja, komm. Fischi, beiß an, Fischi. Das will ich mal testen. Moment. Kann ich den angeln? Ah, zu spät. Ah nein, es war zu früh. Komm schon. Es wird Nacht langsam, also beeil dich. Komm schon, Fischi, beiß an. Okay, ich fisch mal da hinten. Ganz zufällig immer da, auch wo der Tintenfisch ist, will ich. Weil ich hatte so ein paar Freunde als Fische dabei. Ich glaube nicht, dass er selber anbeißen wird, aber... Ach schon. Oh, da will niemand anbeißen. Egal. Ist ja auch egal. Wollen die eigentlich gebraten oder rohen Fisch? Ich hoffe mal rohen Fisch, oder? Okay, wir machen das folgendermaßen. Das Bett steht ja zwar noch, aber ich brauche nur in einem anderen Bett zu schlafen. Dann wird der Homepunkt wieder versetzt. Ich ziehe doch wieder zurück. Hier ist es zwar auch ganz cool, aber... ich fand, wo ich alle Rohstoffe dann hatte zu Hause, dann doch cooler. Dann baue ich da zu Hause erstmal mein Haus fertig und dann kann ich mich immer weiter ausbreiten. Ich warte ja eh noch davor, eine riesige Brücke zu bauen, vielleicht noch einen kleinen Hafen. Und dass ich dann aber auch danach, sobald ich drin alles fertig habe, mehr auf Wanderung gehe und überall mir neue Städte aufbaue. Vielleicht könnte ich das dann ganz noch irgendwie unterteilen. Irgendwie, das wäre auch cool, irgendwie so die Folgen unterteilen. So in welcher Stadt ich baue. Also es gibt trotzdem noch so eine Gesamtfolgenzahl, aber irgendwie so dahinter mit so einem Minus, also in den Namen welche Stadt. Irgendwie Burgstadt. Naja, Burgstadt ist keine, nicht gerade ein guter Name für eine Stadt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass ich noch irgendwie so richtig unterteilen kann. Naja, wobei. Oder vielleicht nicht einfach 1 Doppelpunkt so und sowas. Ja, aber es ist auch seltsam. Ah. Oder ich pack... Ja, man muss... Ich würde immer noch gerne die Gesamtzahl haben in den Namen, das wievielte Video das ist. Aber dann auch gerne, seit wie vielen Videos ich in dieser Stadt baue. Das finde ich cool. Muss mir überlegen, wie könnte man das machen? Irgendwie dahinter in die Zeilen packen, also in den Namen packen. Seit welcher Folge man da ist. Das heißt, Hexit, Let's Play, Folge, so und sowas, seit Folge, das, oder irgendwie Strich dahinter, Punktstrich, oder Minus, die, seit wann man halt dabei ist. Also seit wann man da drauf baut, oder in Klammern. Oder in Klammern so eine Staffelzahl. Ja, in Klammern so eine Staffelzahl. Also eine Gesamtzahl und dann in Klammern sage ich dann so Staffel so und sowas so, weil ich dann... Ja, das ist cool. Okay, vielleicht könnt ihr mir jetzt nicht ganz folgen, aber sobald ich dann irgendwie richtig ausziehe und eine andere Stadt baue und nicht mehr so weit zurückkomme, ja, sobald ich komplett fertig bin und dann ist hier einfach in der Umgebung nichts mehr gibt, dann werde ich halt so machen, es gibt immer noch die Gesamtzahl, also das heißt Folge... 238 jetzt zum Beispiel jetzt mal Staffel, also dann es gibt Folge, also das ist jetzt hier Folge, welche Folge ist das? Ich sage jetzt einfach mal Folge 150, auch wenn das ein bisschen zu viel ist. Folge 150 und da steht dahinter in Klammern Staffel 1 Folge 150 und ich bin ja schon wieder so am verrückt rumlaufen und dann schreibe ich dahinter und bei Folge 250 dann zum Beispiel, wo wir dann schon in der nächsten Stadt rumbauen, steht dann da Folge 250, Staffel 2, Folge 13. Das heißt dann, das ist insgesamt die 250. Folge in diesem Singleplayer Survival. Aber wenn man das Ganze noch unterteilen will in Staffeln, dann ist das die zweite Staffel, weil ich sozusagen am komplett neuen Ort angefangen habe. Klingt cool, finde ich zumindest. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon hältet.
Im Grunde muss ich es zwar wissen, aber ich denke, das ist eine coole Idee. Also so beides anzugeben. Und ich überlege jetzt auch mal immer mal wieder unten drunter in die Beschreibung zu packen, seit wie vielen Minuten wir schon spielen. Oder grundsätzlich mal einfach darauf umzusteigen. Irgendwie Stunde, 6. Spielstunde, 13. Spielstunde, 31. Also irgendwie so nicht mehr mit Folgen oder sowas, sondern Stunde 1, Part 1, 2, 3, 4, also jede Stunde besteht aus 4 Parts, ist ja klar, 15 Minuten oder manchmal vielleicht auch weniger, kommt drauf an, wie man da gerade aufgenommen hat. Und dann muss es aber auch wichtig sein, dass es exakt immer eine Stunde ist. Immer exakt so eine Stunde. Das heißt, man nimmt... Ey, das ist voll genial, finde ich. Also gerade Brainstorming, was ich für Ideen gerade habe. Also ich meine es jetzt so. Komm ich hier hoch. Jetzt bin ich gerade raus. Wieso kann ich mich nicht ranziehen? Du nimmst jetzt immer genau in eine Stunde lang auf. Das heißt, nicht weniger, nicht länger, du hast eine Time auf eine Stunde und machst dich 2 Minuten ab Ende dieser einen Stunde dann bereit, irgendwie aufzuhören, verabschiedest dich schon und beendest dann exakt bei einer Stunde. Und dann unterteilst du das dann halt irgendwie so in 3 Parts, beziehungsweise habe ich das wohl, also brauche ich nicht in der zweiten Person zu sprechen. Also dann unterteile ich das dann in 2 Parts oder in 2, 3 oder 4 Parts. Vielleicht so a 15 Minuten oder a 20 Minuten. Müsste man dann einfach gucken, wie man sich so trennen kann und wie man es hochladen möchte. Und dann lädt man das so hoch und das Ganze bekommt halt den Namen H1 für halt Stunde 1 und Stunde 2 gibt es dann halt auch noch natürlich. Und dann H1 Part 1, H1 Part 2, H1 Part 3, H2, also so dass man das Ganze wirklich in Stunden packen kann. Dann kann man sagen, in seiner so und so vielen Spielstunde ist der gerade, oder... Ich finde, das wäre lustig. Das wäre vor allen Dingen viel interessanter, weil ich meine, Folgen sagen einem nichts. Du kannst, also wie viel man geschafft hat oder wie weit man wirklich ist. Du kannst tausende Spiele oder so oft gestorben sein, nichts Produktives geschafft haben, die ganze Zeit nur hin und her gerannt sein, so wie ich hier gerade. Ewig lang auf Katzensuche, so wie ich hier gerade. Oder auch ganz andersrum, du kannst richtig viel geschafft haben, weil du die Folgen ewig lang machst und dann die Zeit immer, wow, weil du die Folgen ewig lang machst und die Zeit halt, oder ab und zu mal die Zeit doppelt so schnell, wenn du irgendwie was farmst oder irgendwie an so einem großen Projekt dran bist, wie zum Beispiel eine Mauer zu bauen zum Beispiel, wenn du das in eine doppelte Geschwindigkeit packst, dann sagt das letztendlich nichts mehr, die Folgenzahl, nichts mehr darüber aus, wie viel du aufgenommen hast. Okay, ich meine so bei Extremzahlen wie 1000, 2000 oder sonst was. Klar, das sagt schon, dass du eine Menge hast, aber wie viel genau? Das ist einfach cool, wenn man das so in Stunden angeben würde. Das Problem darauf umzusteigen ist halt sehr schwer, weil man müsste alles umbenennen. Vielleicht könnte ich das bei Skype mal machen. Irgendwie so, ja, es wäre krass. Ja, aber das ist dann auch schwer zu machen, oder? Weil du musst wirklich immer darauf achten und das ist halt was Neues für jeden Zuschauer und der versteht das dann nicht. H1 habe ich gestern schon gesehen. Was soll das heißen? Was bedeutet das H hier? Oder keine Ahnung, würde ich das einfach nicht verstehen? Dann ist es ja auch kacke. Weil dann verliert man ja auch einige Zuschauer. Das Ganze dann auch wieder zu schneiden, das ist, finde ich, zwar ein bisschen aufwendiger, aber cooler. Aber man sollte vielleicht nicht unbedingt von so einem typischen abweichen mit den Folgen. Folgen und Staffeln ist ja schon cool, aber ich meine, wenn man darauf abweicht, dass man komplett das anders aufteilt, ich meine jetzt hier, ich rede jetzt hier von den Stunden halt, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt bei den Zuschauern. Es ist vielleicht was Neues, bringt vielleicht auch noch ein paar Klicks, weil es einfach was Neues ist, aber ist das Neue dann wirklich so gut, dass ich sowas durchsetzen kann? Das ist dann letztendlich die Frage. Aber ich finde einfach keine Katze. Wieso finde ich keine Katze? Mein Gott, wieso ist hier einfach keine Katze? Das kann doch nicht sein. Wahrscheinlich bin ich irgendwann wieder so weit von meinem Zuhause weg, dass ich nicht mehr zurückfinde. Ah, ich habe doch eh einen Wegpunkt, aber trotzdem.
Wo ist meine Katze? Ich will eine Katze haben. Guck mal, hier gibt es Schweine an einer Stelle und Schafe. Hey, es leckt, Leute. Wow. Okay, ja, jetzt leckt es irgendwie nicht mehr. Aber trotzdem gibt es hier nur Schweine und Schafe. Wieso gibt es hier nur Schweine und Schafe? Ganz ehrlich. Naja, also ich denke, das mit den Stunden wäre eine coole Idee. Aber ich denke nicht, dass ich das durchsetzen könnte, oder? Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt ausprobieren soll. Es wäre zwar cool, aber das Ganze dann wirklich alles in Stunden zu haben und sich wirklich an diese Stunden zu halten, das genau aufzuteilen, das ist, glaube ich, ein bisschen aufwendiger, als einfach daraus Folgen zu machen. Ja, aber Aufwand gehört ja auch dazu zu Let's Plays. Ist ja nicht so, dass Let's Plays einfach nur Chillerei ist. Da muss man sich schon ein bisschen hinter das Stecken setzen. Naja, aber ich versuche es im Moment trotzdem immer noch so leicht wie möglich für mich zu halten. Weshalb ihr am Anfang des Videos immer noch kein Intro seht. Ich warte wirklich noch darauf, bis YouTube einen die Möglichkeit gibt, da ein Intro vorzusetzen. Das heißt, du sagst einfach YouTube, hier folgendes Intro, setz das bitte für jedes Video. Und dann vielleicht noch außer vielleicht das Video und außer das Video und dann ist alles super paletti. Vielen Dank, YouTube. Das wäre einfach cool. Weil dann müsstest du nichts mehr viel machen. Weil ich meine, so müsstest du dann ewig lang jedes einzelne Video dann nochmal bearbeiten, rendern oder sonst was. Und ich meine, wenn du es einfach so über YouTube machst, wäre das voll gechillt. Ich habe eigentlich so viele Tipps noch an YouTube oder auch in den Livestreams. Ich meine, wir haben letztens einen Livestream gemacht und den konnte man in Deutschland nicht sehen. Wir haben von Deutschland aus auf YouTube in Deutschland einen Livestream gemacht für Deutsche in deutscher Sprache. Ohne irgendwie ohne Musik, ohne Musik, die nicht lizenzfrei war oder ohne irgendwas zu widersprechen, was man machen darf. Das war nämlich einfach nur aus Test eine Diashow und die konnte man in Deutschland tatsächlich nicht sehen. Da fragt man sich, wieso? Und das sind auf jeden Fall noch einige Sachen, die gefixt werden müssen und ich hoffe, das kommt bald noch. Zumindest hoffe ich das hier für die, für YouTube. Denn irgendwann habe ich das Gefühl, YouTube kann nicht schnell abgelöst werden. Da sind noch einige Bugs und Fehler drin, die einfach aufregen und die total nerven. Oder auch, es fehlt die Möglichkeit für alle Bilder auf einmal irgendwie so ein Thumbnail zu setzen. Oder vielleicht, du nimmst ein Thumbnail, möchtest immer noch sagen, hey, der Thumbnail soll für jedes Bild anders sein und das sich selber zu bearbeiten ist voll aufwendig. Guck mal, dass dann YouTube einen die Möglichkeit setzt, hier, guck mal, ich habe hier die Möglichkeit, das zu unterteilen. Hier Parts, ich kann ja noch Raute 001 draufschreiben und da Raute 002 und so nummeriere ich dann alle Thumbnails dann irgendwie durch. Das dann automatisch, sobald ich ein Video hochlade. Das heißt, dass dann YouTube irgendwie so ein Algorithmus hätte oder irgendwas, was dann über den Videotitel drüber geht. Angenommen, das heißt jetzt Hexe Let's Play Raute 002. Dass dann YouTube denkt, Hexit Let's Play, das ist mein Stichwort, Raute 002, okay. Dann nehme ich mir das Thumbnail, das vorgefertigte, und packe da einfach über einen Schriftzug. So, Entschuldigung. Und packe dann einfach über so einen Schriftzug Raute 02 drauf. YouTube macht das dann halt und wow, shit. Und dann wird dir einfach so viel Arbeit gespart. Einfach, dass du sagst, YouTube, wenn da steht Hexit Let's Play und Raute 02, dann, wenn das Hexit Let's Play siehst, dann geh in das Thumbnail, pack der Raute 02 drauf und nimm das Thumbnail. Und das halt automatisch für jedes. Das heißt, wenn du dann Hexit Raute 00 oder Raute 198 drauf packst, siehst du, da steht Hexit Let's Play, muss ich mir merken. Hier ist das Thumbnail. Hat sich nicht geändert. Schrift, was da drauf kommt, Raute 98, passt doch perfekt. Setz dich einfach da drauf und fertig. Anstattdessen musst du dann selber, wenn du ein Thumbnail machst, jedes Bild einzeln bearbeiten und das dann da drauf schreiben. Na klar, es gibt bestimmt noch irgendwelche Programme, mit denen du das Ganze einfach machen könntest. Die vielleicht auch genau das machen, was ich gerade gesagt habe, aber ich bezweifle es. Also zumindest habe ich es nicht und einfach weil YouTube da einem überhaupt nicht entgegenkommt und das sonst viel zu viel Arbeit wäre, habe ich das nicht.
oder habe ich auch keine Thumbnails, die pro Bild, pro Folge anders sind, wo dann immer die aktuelle Folge und sowas draufsteht. Aber naja, das ist jetzt alles nebensächlich. Wir sind wieder Level 29, wir können einiges wieder jetzt verzaubern. Wahrscheinlich dann nur unser Schwert. Wir müssen uns dann aber auch neu diesen Bogen machen, den wir als letztes hatten. Diesen Kristallbogen, weil der war einfach viel besser als dieser Kack-Enderbogen, den wir jetzt haben. Der Enderbogen war einfach eine Verschwendung, weil ich kann damit eh keine Magie-Pfeile abfeuern. Und das bringt es irgendwie nicht. Aber naja, wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt am Ziel. Ich kann eh nicht schlafen. Es wird aber gerade nachts, habe ich das Gefühl. Das freut mich, weil dann gehe ich jetzt ins Bett. Aber ich beende jetzt die Aufnahme, vielleicht gehe ich dann noch offscreen ins Bett. Ist ja völlig egal, ist ja nur ein Bett. Aber dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video und tschüss.